Nun kommen wir zu den wichtigsten Tipps, und zwar Asava. Hier haben wir ganz viele Probleme gehabt beim ersten Fight und ich glaube, die Tipps werden euch helfen. Das erste, was ihr von Asava erlebt, ist die Fähigkeit zu springen, wie ein Frosch und ganz weit weg. Und ihr wollt natürlich schnell killen, also rennt ihr hinterher. Und darauf folgt meist dann ein Asava Smash. Hoher Flächenangriff, macht massig Schaden, aber kann nicht unbedingt gleich killen. Aber der Asava Snap, wie eine Schildkröte, tötet euch garantiert, wenn ihr nicht gerade eine Barriere anhabt oder allgemein unverwundbar seid. Also passt auf jeden Fall darauf auf. Als nächstes kommt der Asava Roundhouse Sichelkick, keine Ahnung, wie man das bezeichnet. Aber bleibt in diesem Fall immer unter Asava, denn da ist euer Savepoint. Egal was ihr macht, egal beim Snap, beim Smash, beim Roundhouse oder bei den zwei folgenden Attacken, und zwar nämlich die Asava-Übelkeit, die kommt nämlich gleich, da spuckt sie richtig.